Ja, herzlich willkommen, liebe Leser. Diesmal habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Und zwar die samstägliche Kolumne, die muss diesmal leider ausfallen. Oh. Und schuld daran ist diese bezaubernde Frau neben mir. Einige kennen sie schon, die Mirjam. Ja, warum? Wenn Sie jetzt die Kirche im Hintergrund sehen, nicht, dass Sie gleich Gerüchte aufkommen. Nein, es wird nicht geheiratet. Nein, wir haben nicht vor zu heiraten. Nur Las Vegas. Weil, das ist ja auch so eine schwierige Sache, da müsste es erstmal einen Heiratsantrag geben und dazu müsste man ja knien. Auf die Knie, auf die Knie. Und das ist ja momentan, das geht ja nur, auf die Knie ist ja nur momentan nur, ich sag mal, politisch korrekt, wenn man ja, sich seiner eigenen Weißhäutigkeit schämen muss. Genug. Ich bin nicht schwarz genug. Ah gut, dann geht das schon weg. Nein, Spaß beiseite. Die Mirjam ja, ist ja das Münchner Kindl, die ist extra aus München heute angereist. Wir machen mal was ganz Neues zusammen. Und zwar, ich weiß nicht, Sie schauen vielleicht auch manchmal Frank Blasberg oder Anne Will und was ist dann alles für Talkshows? Was gibt es noch für Talkshows? Lanz. Markus Lanz und sowas. Ja, hat aber fair. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, diese Talkshows in den gebührenfinanzierten Qualitätsmedien sind nicht mehr so ganz unsere Sache, haben wir uns auch gedacht. Wir produzieren jetzt eine eigene Talkshow, nennt sich Vorsicht Klartext. Ja, die zeichnen wir heute auf. Wir haben ganz interessante Gäste, deren Namen verraten wir nicht, aber wir verraten, was können wir verraten? Ja, die, was sie sind, also was sie machen. Also wir haben einen sehr erfolgreichen YouTuber dabei. Mhm. Wir haben dabei einen Unternehmer und Komponisten. Mhm. Wir haben dabei eine Richterin. Ja. Und einen Landtagsabgeordneten. Mhm. Ja, das wird heute hier im schönen Dresden aufgezeichnet. Also wir machen keinen Livestream, wir zeichnen das auf. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, in ein, zwei Wochen können Sie sich das anschauen. Also, was, so lang, Elmar? Ja, das wird schon, Qualität, wir müssen ja noch ein bisschen rausschneiden. Stimmt, und ja, wenn die Mirjam was Falsches sagt, müssen wir rausschneiden. Also, die Mirjam ist natürlich nicht nur Gast, sie ist auch meine Co-Moderatorin, also quasi die Schöne und das Biest. Und ja, wir machen das zum ersten Mal, diese ganze Geschichte. Sind einfach gespannt, wir freuen uns auf unsere tollen, also es sind wirklich tolle Gäste, interessante Gäste, auch vielfältige Gäste. Ja. Quasi bunt, ja. Bunt gemischt kann man schon fast bunt, sagen. Ich bin bunt. Du bist bunt. Ja, und ja, wir freuen uns darauf und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie dann entsprechend einschalten. Das gibt es dann auf YouTube, gibt es auf dem Kanal von der Mirjam. Dein YouTube-Kanal nochmal? Mirjam Hope. Mirjam Hope, genau. Und Mirjam. Und Mirjam, genau, da ist zwei gleich. Ja. Bei mir auf Post von Gerke. Also wie gesagt, wird in der nächsten Zeit erscheinen. Bis dahin. Also, die Kolumne kommt übrigens verspätet. Also es gibt doch eine Kolumne, eventuell am Sonntag oder am Montag. Und da geht es um eine amerikanische Fußballspielerin, die im wahrsten Sinne des Wortes aufrecht steht. Oh, ich weiß, wen du meinst, aber ich verrate nichts. Sehr geniale Frau. Respekt, meine Liebe. In diesem Sinne, viele Grüße hier aus dem wunderschönen Dresden. Ja, hier im Hintergrund sehen wir nochmal die Frauenkirche. Schön, dass ihr dabei seid. Und alles Gute, bis bald. Bleiben Sie kritisch. Tschüss.